Hallo und herzlich willkommen. Heute soll es noch einmal um Frauenlöhne gehen. Und ja, wir fangen am besten gleich an. Zunächst einmal, was ich sagen wollte, ist, mir tut das leid, wenn Mammon Magazin da etwas hineininterpretiert hat, was ich auf keinen Fall sagen wollte, dass es zwischen uns zu Missverständnissen gekommen ist. Ist für mich nicht Ausdruck davon, dass einer von uns beiden dumm ist oder dass wir beide dumm sind, sondern das heißt ja letztendlich nur, dass wir uns nicht so gut verstehen, weil wir irgendwie die Begriffe verschieden definieren. Und was ich hier auch noch sagen möchte ist, in meinem Video, der Preis ist unwichtig, habe ich vielleicht einen Fehler gemacht. Das heißt, ein Fehler eigentlich nicht, sondern eine Sache, die einfach unpraktisch ist und die nicht zielführend ist. Ich habe nämlich meine Definitionen gesagt und im Nachhinein muss ich sagen, hätte ich es sinnvoller gefunden, wenn ich Mammon Magazin einfach gefragt hätte, ja sag mal, wie sind denn deine Definitionen, was verstehst du denn unter Mehrwert? Weil Mammon Magazin hat dieses Wort Mehrwert in einer Art und Weise benutzt, dass ich es nicht mehr verstanden habe, was er meint. Und da ist das Missverständnis auf meiner Seite entstanden. Und insgesamt möchte ich sagen, wenn Mammon Magazin damit besser schlafen kann, würde ich sagen, diese ganzen Missverständnisse gehen alle auf meine Kappe. Kann ich gerne tun. Ich denke, generell ist es etwas, was auf Gegenseitigkeit beruht. Wenn ich versuche, mich mit einem Japaner zu unterhalten, dann wird es auch zu den gleichen Problemen führen, dass wir uns gegenseitig nicht verstehen. Gut, das war jetzt eine Übertreibung, das sollte keine Spitze sein, dass wir uns nicht verstehen, wie mit einem Japaner. Ich weiß auch, dass ein Japaner eine andere Sprache spricht. Aber ich habe ab und zu auch den Eindruck, obwohl wir beide Deutsch sprechen, benutzen wir doch bestimmte Begriffe sehr verschieden. Und dann ist es notwendig, dass wir uns darüber austauschen, was wir mit diesen Begriffen meinen. Und ja, das gilt für beide Seiten. Um das vielleicht mal an einem anschaulichen Beispiel klarzumachen. Ein Vater geht mit seinem Sohn in den Zoo und der Sohn sagt, ich möchte gerne die Löwen sehen. Und dann geht der Vater an das Gehege, wo die Löwen drin sind. Und dann sagt der Sohn, ich möchte jetzt aber die Löwen sehen. Und ja, dann sagt der Vater, das sind Löwen. Sie sind beige und haben eine Mähne. Und der Sohn sagt wieder, ich möchte aber die Löwen sehen. Der Vater kommt nicht weiter, wenn er sagt, das sind Löwen. Sie sind beige und haben eine Mähne. Sondern der Vater muss seinen Sohn fragen, sag mal, was sind denn Löwen? Oder was verstehst du unter Löwen? Dann sagt das Kind vielleicht, ich will die Löwen sehen. Sie sind grau, haben einen Rüssel, lange große Ohren und Stoßzähne. Sagt der Vater, okay, das sind Elefanten. Und kann dann zum Gehege der Elefanten gehen und seinem Sohn die Elefanten zeigen. Und wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich nehme die Missverständnisse auf meine Kappe, nicht, dass das jetzt wieder falsch rum verstanden wird. Es kann natürlich auch genau umgekehrt sein. Die beiden stehen wieder vor dem Gehege des Löwen und der Vater sagt, das sind Giraffen. Sie sind beige und haben eine Mähne. Und der Sohn sagt, ich möchte aber
die Giraffen sehen. Und dann kann der Vater nicht wieder sagen, ja, das sind Giraffen, sie sind beige und haben eine Mähne. Sondern dann muss der Vater wieder fragen, ja, was verstehst du denn unter Giraffen? Was sind denn Giraffen? Und dann sagt das Kind, ja, sie haben einen langen Hals, sind gelb und haben braune Flecken. Und dann können sie zum Giraffengehege gehen. Und beide sind zufrieden, weil sie sich auf einmal verstehen, weil sie wissen, was sie voneinander wollen und was sie aussprechen, was gemeint ist. Und das ist wirklich ganz wichtig und da braucht sich keiner von uns beiden angegriffen fühlen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir eine gemeinsame Sprache finden. Ja, das ist der Punkt. Und darum frage ich noch einmal, was verstehst du unter Mehrwert? Es wäre schön, wenn du mir einfach sagen könntest, was das für dich ist. Dann kann ich vielleicht deine Gedanken besser nachvollziehen. Okay, dann gab es da scheinbar noch ein Video, auf das ich nicht reagiert habe. Ich war am Überlegen, welches das sein könnte. Ich glaube, du meinst das Video Nachtrag zum Mehrwert-Video oder Nachtrag zum Mehrwert. Irgendwie so in der Art ist der Titel. Ich werde hier so einen kleinen Link einblenden. Dann kann man da draufklicken. Das wäre vielleicht beim nächsten Mal auch empfehlenswert, wenn es da so ein Video gab, dass du einfach noch einmal sagst, hier und ich meine dieses Video. Weil da weiß ich nicht, ich bin der Meinung, auf dieses Video-Nachtrag zum Mehrwertvideo bin ich eingegangen. Ja, falls das nicht so ist, kann man mir ja nochmal sagen, warum nicht. Aber in diesem Video ist ja für mich der Eindruck entstanden, dass bei meinem ganz ursprünglichen Video, warum Frauen weniger verdienen als Männer, dass dort verstanden wurde, dass der erste Job der Frauen war, Socken zu stricken. Das habe ich aus diesem Video. Das können sich auch gerne alle nochmal anhören, ob da nicht vielleicht genau dieser Eindruck entsteht. Für mich ist der Eindruck entstanden. Kann sein, dass ich das wieder falsch verstanden habe. Das ist, wie gesagt, möglich. Wir haben ja auch schon andere Missverständnisse gehabt hier. Das möchte ich nicht bestreiten, dass es wieder nur ein Missverständnis war. Gut, ja, dass ich dann in dem Video mit der historischen Entstehung niedriger Frauenlöhne, das dann noch einmal erklärt habe, dass das ein Beispiel war und dass es so und so zu verstehen war, da habe ich mich dann gefragt, was der Sinn des Zusammenschnitts war. Jetzt wurde leider scheinbar verstanden, dass ich gesagt habe, der erste Frauenberuf war, Socken zu stricken zu Hause und die dann auf einem Markt zu verkaufen oder privat unter Freundinnen. So, ja. Die im Winter Sachen stricken, wie zum Beispiel Socken, Schals oder Handschuhe und diese dann so privat unter der Hand verkaufen an Leute, die das gerne brauchen, um sich ein kleines Zusatzeinkommen zu sichern. Ich fand das einen großartigen Humor, den man da bewiesen hat. Man weiß inzwischen, dass es anders gemeint war, aber man schneidet das nochmal so zusammen, scheinbar um zu zeigen, wie das Missverständnis entstanden ist, anstatt dass man schon einen Schritt weiter geht. Das heißt, ich möchte mich hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Vielleicht wurde auch
tatsächlich nicht verstanden, was ich da ausdrücken wollte. Vielleicht hast du dir dieses ursprüngliche Video, warum Frauen weniger verdienen, nochmal angeguckt und hast nicht entdeckt, wie es als Beispiel benutzt wurde und hast dann gedacht, du müsstest das irgendwie nochmal gegenüberstellen. Aber es ist natürlich vollkommen klar, ich werde das gleich auch nochmal gegenüberstellen, damit dieser komische Effekt beim Zuschauer entsteht, der ja wirklich Comedy-preisreif ist. Jetzt wurde leider scheinbar verstanden, dass ich gesagt habe, der erste Frauenberuf war, Socken zu stricken zu Hause und die dann auf einem Markt zu verkaufen oder privat unter Freundinnen. So, die im Winter Sachen stricken, wie zum Beispiel Socken, Schals oder Handschuhe und diese dann so privat unter der Hand verkaufen an Leute, die das gerne brauchen, um sich ein kleines Zusatzeinkommen zu sichern. Wenn ich natürlich ein Beispiel bringe und das Beispiel erzähle, dann ist ja völlig klar, dass das Beispiel genau so ist und dass ich da quasi zwei verschiedene Sachen erzählt habe. Ich weiß auch nicht, da habe ich mir wieder gefragt, ne? Ist das ein richtiges Missverständnis oder soll das jetzt Humor sein? Will man mich da ein bisschen auf die Schippe nehmen? Also, da war ich mir dann nicht mehr ganz sicher. Nimm mir das nicht übel, aber ja, da habe ich mich schon gefragt, ob es wirklich missverstanden wurde. Weil es kann alles möglich sein. Das möchte ich nicht bestreiten. Und ich meine das auch nicht als Angriff oder so, aber es war aus meiner Sicht humorreif. Also wirklich. So, wenn wir jetzt weniger lachen wollen und es ernster nehmen wollen, hätte ich mir diesen Schnitt gewünscht. Okay, ich habe da dieses Beispiel gebracht mit den Sockenstrickern aus Adam Smith. Das scheint leider zu dem Missverständnis geführt zu haben, dass da Leute Socken stricken und sie dann diese Socken verkaufen. Und zwar gibt es im Wohlstand der Nationen von Adam Smith diese kleine Geschichte über die Menschen, die im Winter Sachen stricken, wie zum Beispiel Socken, Schals oder Handschuhe, und diese dann so privat unter der Hand verkaufen an Leute, die das gerne brauchen, um sich ein kleines Zusatzeinkommen zu sichern. Man gar nicht. Aber wir haben jetzt einen Grund, warum historisch gesehen die Frauen oder diese Haushalte, diese Familien, die als Haushalte aufgetreten sind, bereit waren, ihre Frauen für weniger Geld, wie ihre Arbeit eigentlich wert ist, arbeiten zu schicken. Ja, okay, wie gesagt, wir haben uns das jetzt angehört. Wir wissen jetzt, dass ich gesagt habe, dass die Haushalte die Frauen zum Arbeiten schicken. Ja, wer sind die Haushalte? Gute Frage. Die Haushalte sind Patriarchate. Natürlich sind damit die Männer gemeint, dass die Männer die Frauen zur Arbeit geschickt haben. Ich weiß nicht, ob man das hätte verstehen müssen, ob das verständlich genug ist. Natürlich, ich habe hier nicht explizit gesagt, dass es sich um die Männer handelt. Und ja, ich habe dann, aber zu der Zeit, zu der das spielen sollte, war es für mich klar, dass es da wahrscheinlich so gewesen sein wird, dass der Mann sowas bestimmt hat.
Okay, und dass also der Mann diese Frau dann zum Arbeiten geschickt hat. Und ja, während ich habe dann nochmal so geguckt, wann war das eigentlich, dass Frauen zum ersten Mal selbstständig sich einen Job aussuchen durften, ohne dass der Mann da etwas hineinzureden hatte. Und dann war ich von dem, was ich herausgefunden hatte, noch überraschter, als ich gedacht hätte. Also, das ist noch gar nicht so lange her. So C, ich habe verschiedene Zahlen gefunden, darum kann ich es jetzt nicht direkt an einem Datum festmachen. Aber scheinbar nach dem Zweiten Weltkrieg sind noch einmal 10 bis 20 Jahre verstrichen, dass sich Frauen überhaupt ihre Arbeit selbstständig aussuchen durften, ohne dass sie eine Genehmigung vom Mann brauchten, einen Job anzunehmen. Und ja, hinter diesem Hintergrund, womit ich jetzt nicht gerechnet hätte, als ich das ganz ursprüngliche Video gemacht hatte, bin ich von ausgegangen, wir reden von vor 300 Jahren oder so in etwa, so als der Kapitalismus aufgekommen ist. Ja, und ich war dann doch nochmal ganz perplex, als ich das gehört habe. Das ist wirklich Frauenrechte eine so junge Errungenschaft sind. Und ja, hinter diesem Hintergrund ist natürlich noch einmal viel deutlicher, dass es also tatsächlich die Männer sind, die ihre Frauen zum Arbeiten geschickt haben. Ja. Ich will auch nicht darauf bestehen, dass es so entstanden ist. Ich finde das auch gar nicht so wichtig, ob es am Ende tatsächlich so entstanden ist oder anders. Und ja, ich finde noch einmal, dass wir doch lieber gucken sollten, wie sieht das eigentlich heute aus und wie ist das heute? Und auch das, was ich in einem ganz ursprünglichen Video schon einmal gesagt habe. Man könnte natürlich auch hingehen und sich die Arbeit nochmal angucken, die da so verrichtet wird. Ist sie wirklich vielleicht weniger wert als das, was in Männerberufen gemacht wird? Ich denke nicht, dass das so ist. Ich denke nicht, dass man das tatsächlich beweisen kann. Und dann auch dazu habe ich etwas recherchiert. Und da werden einem so Zahlen genannt, so um den Daumen herum, dass der Lohnunterschied oder Wage Gap wird da scheinbar auch genannt, zwischen 20% und 30% in Deutschland beträgt. Also Frauen verdienen zwischen 20% und 30% weniger als Männer. Also das waren so, war der Bereich an Zahlen, die so angegeben waren. Da können wir uns jetzt drauf einigen. Ich glaube, auch im Wikipedia stand 27% und dann stand da noch, ein Drittel davon sind nicht darauf zurückzuführen, welche Jobs die Frauen machen, sondern sind nur darauf zurückzuführen, dass die Arbeit von Frauen gemacht wird. Und ich meine, darum ging es uns ja ursprünglich, oder darum ging es mir ursprünglich. Und in einem anderen Link, irgendwas mit für politische Bildung, der Erfinder auch vom Wahl-O-Maten, da stand drinnen, meine ich, 23% oder in dem Dreh. Und dass, wenn man guckt, liegt es daran, dass Frauen Jobs nehmen, die generell schlechter bezahlt sind, die im Grunde weniger wert sind, hat es etwas mit der Leistung der Frauen zu tun, dann würde man herausfinden oder wäre oft der Fakt,
dass irgendwie die Jobbeschreibungen verschieden ausgelegt sind und dass da getrickst wird zugunsten der Männer, um dann niedrigere Löhne durchzudrücken. Es gibt ja dieses Anforderungsprofil und dann wird die Einschätzung verschieden unternommen. Oder das, was ich in der Diskussion mit Mammon-Magazin oft hören musste, was ich bis heute noch nicht verstehe, ist, wenn dann immer wieder gesagt wird, so in der Art, ich hab's jetzt nicht im Kopf, ich will es auch nicht falsch zitieren, aber Kindergärtnerinnen, Grundschullehrerinnen, Ärztinnen oder Krankenschwestern und so weiter, die würden halt wenig oder gar nicht zum Mehrwert beitragen. Wie gesagt, ich verstehe generell nicht, was das bedeuten soll, weil ich nicht verstehe, was hier unter Mehrwert verstanden wird. Aber was ich mich dann auch frage, ist, ja, soll das denn heißen, wir können auf diese Jobs verzichten oder was? Wenn wir dann irgendwann keine Grundschullehrerin oder keine Grundschullehrer mehr haben, wo kommen wir denn dahin? Dann können wir uns die Gymnasiumlehrer, die Professoren und so weiter auch gleich sparen. Dann sind wir irgendwann wieder ein analphabetisiertes Land. Und ja, wie soll man ohne ausgebildete Kinder, ohne Kinder, die lesen, schreiben und rechnen können, überhaupt diesen Kapitalismus ermöglichen, unseren Wohlstand ermöglichen? Das ist gar nicht möglich. Das sind doch die Grundlagen, dass jeder Bildung hat und dass wir zur Grundschule gehen können und lesen und schreiben und rechnen lernen. Das sind doch wirklich die elementarsten Grundlagen. Und ja, zum Arzt gehen, ich weiß ja nicht, wie das andere sehen, aber wenn ein Arbeitnehmer oder so erkrankt und dann vom Arzt geheilt wird, dann ist doch auch irgendwie das so zu sehen, als wenn eine Maschine repariert wurde und danach können wir aber wieder mit der Maschine arbeiten, können wir wieder durch die Arbeit des Arbeitnehmers Geld verdienen. Dann kommt doch auch wieder Geld rein und Wohlstand wird aufgebaut. Also da verstehe ich zum Teil die Argumentation auch nicht. Aber vielleicht liegt das alles daran, dass ich diese Sachen mit dem Mehrwert nicht so gut verstehe. Und ja, das waren die Sachen, die ich eigentlich sagen wollte. Vielleicht noch eine ganz kurze Sache darüber, wie ich überhaupt zum Feminismus gekommen bin. Ich bin jetzt ja nicht unbedingt als Feminist bekannt. Und von daher ist vielleicht sogar ein bisschen überraschend, dass ich rausgepickt wurde. Ja, bei mir war es ja selbst so, dass ich früher das ein bisschen anders gesehen habe. Und dass mir dann Frauen, Freundinnen gesagt haben, guck doch mal nach, versuch dich mal ein bisschen darüber zu informieren. Und ja, dann habe ich überlegt, womit könnte ich denn einsteigen? Und mein Einstieg war dann quasi, und da habe ich leider nur sehr rudimentäres Wissen, weil es mich auch nie so wirklich interessiert hat, aber ich habe dann halt dieses Buch von John Stuart Mill gelesen, weil ich John Stuart Mill schon von anderen Büchern kannte, nämlich vom Buch Über die Freiheit. Wie hieß jetzt das andere Buch mit den Frauen? Ich vertue mich da immer. Ich meine, die Unterwürfigkeit der Frau heißt es. Das Buch, was ich gelesen habe. Aber ich kann euch auch nochmal den Titel unten reinschreiben oder ich mache hier so einen Text durch das Videobearbeitungsprogramm rein. Ich weiß, dass ich mich da oft vertue mit dem Titel.
Aber ich meine, Unterwürfigkeit der Frau wäre der Titel. Ich verwechsel das erste Wort oft. Aber mir fällt jetzt kein anderes ein als Unterwürfigkeit der Frau. Und ja, das war es dann im Grunde schon. Und ja, John Stuart Mill habe ich mich für entschieden. Deshalb, weil ich diesen Autor schon von anderen Werken schätze, weil wir generell eine ähnliche Art haben, Dinge zu betrachten. Und ja, dadurch ist es mir auch leichter gefallen, das anzunehmen und mich damit zu beschäftigen. Mir hat das, denke ich, sehr geholfen, um eine bessere, ausgeglichenere Meinung zu bekommen. Ich war ja früher zum Teil so der Meinung, ja, das liegt halt daran, weil Frauen schwanger werden können. Ne? Der Arbeitnehmer muss sich halt dagegen absichern. Was will er mit einer Frau, die dann auf einmal schwanger ist? Und dann hat er das Problem, fällt die aus. Ja, kein Wunder, um dieses Manko zu beheben, muss der Lohn ein bisschen kleiner sein, damit, falls das eintritt, dass er dann ein bisschen Geld auf der Seite quasi hat, um Ersatz zu beschaffen. Aber inzwischen würde ich sagen, also das ist ja mal der größte Humbug überhaupt, krank werden oder arbeitsunfähig werden kann ein Mann genauso gut. Dafür muss er nicht schwanger werden. Ja, und dann ist das eben so. Das ist inzwischen, würde ich sagen, eine aufgesetzte Erklärung. Okay, das soll es aber dann von mir wirklich gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, euer Netzkaiser.